So wie die Münchner Staatsanwaltschaft sich jetzt hier aufführt, das ist ja Wahnsinn. Dafür habe ich persönlich gar kein Verständnis, weil das ist eine Verhältnismäßigkeit der Mittel, die in keinem Verhältnis steht. Es ist ja niemand geschädigt, keine Personen, andere Personen, er war allein im Haus. Natürlich ist ein materieller Schaden da, gar keine Frage, der muss in irgendeiner Form geregelt werden, aber jetzt den jungen Mann, der genug am Boden liegt, dann noch in Untersuchungshaft zu nehmen mit sehr dubiosen Begründungen, das ist für mich unvorstellbar, unvorstellbar. Haben Sie Kontakt zum Plenum gehabt? Ich persönlich nicht, aber Christian und Karl-Heinz und der Vorstand hat sehr viel Kontakt. Der wird rundum betreut und wir sind ja vollkommen vor den Kopf gestoßen, weil wir waren der Meinung, dass wir werden das jetzt in Ruhe gemeinsam lösen können, aufklären können, aber jetzt ist er im Gefängnis. Also. Wer kümmert sich um die Familie beispielsweise? Ist das auch eine Frage? Ja, die wird jetzt hoffentlich so schnell wie möglich nach Brasilien fahren, damit die mal aus dem Schussfeld kommt. Auch von der einen oder anderen Boulevardzeitung. Das muss ja auch mal, der muss ja auch mal seine Ruhe haben. Und dann schauen wir mal, was wir hier in München erreichen können. Jedenfalls ist das ein Ding der Unmöglichkeit, den Jungen jetzt ins Gefängnis zu stecken. Das habe ich in unserem Land bisher nicht für möglich gehalten. Herr Hönes, wie soll die Geschichte weitergehen? Ruhe jetzt, wieder schauen. Ist okay. Eine Frage noch, ja, Sie sind ja der Sprecher von der Staatsanwaltschaft. Ich habe mit dem Staatsanwalt gesprochen. Der hat gesagt, okay. Es gibt eine Kaution und mit dem gültigen Reisepass wird er wieder aus der Urkunde entlassen. Wie geht es, wenn er keinen Reisepass hat, weil der in der Wohnung war? Wie will man dem einen Reisepass? Jetzt ist Wochenende. Ja. Montag wird er dann einen Reisepass kriegen. Aber es ist schon so ein Wahnsinn, dass die Staatsanwaltschaft mit Ihnen spricht und nicht mit uns. Das ist der Witz. Verstehen Sie? Ja, die hat mit Ihnen überhaupt nichts zu besprechen. Ja, da kann aber ich nichts dafür. Schlimm genug, dass sie überhaupt mit Ihnen sprechen. So geht's schon mal los. Ja? Schönen Abend. Tschüss. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag immer 18:30 Uhr auf Sport 1.